Hallo Meti 2 Freunde, ja, heute machen wir ein Gildenzeichen-Logo-Transparentbild. Ja, wie machen wir das? Ist eigentlich sehr, sehr einfach, aber da muss man halt wirklich mal auf Kleinigkeiten achten. Ja, nach langer Suche in YouTube kam ich auf ein Video von Maverick und Maverick hat dieses Video eigentlich gut erzählt, aber da hat es halt Kleinigkeiten gefehlt. Hab dann auch in die Kommentare mir mal angeschaut, da kam es auch diese kleine Beschwerden, die von meiner Seite aus zunächst. Schöne Grüße von mir an dich, aber hat einiges gefehlt. Daraufhin habe ich beschlossen, dieses Video selber zu aufnehmen. Zuerst, Leute, sorry für mein gebrochenes Deutsch. Ja, damals habe ich nicht in der Schule aufgepasst. Daher kommt es halt, dass ich dann halt die Wörter mal ein bisschen durcheinander bringen kann. Sorry, Leute, kann man nichts machen. Ja, zunächst gehen wir jetzt erstmal auf Google-Sucherei und suchen wir uns jetzt erstmal ein Bild. Ich habe dieses Bild erstmal ausgewählt. Ja, Bild speichern. Und ich habe das schon mal gespeichert. So, dieses Bild wollen wir jetzt erstmal transparent machen. Eigentlich ist er schon transparent, aber kleines Pixelfehler hat er schon drin. Wir öffnen erstmal mit Paint.net. Falls ihr das nicht habt, ihr könnt das einfach kostenlos auch herunterladen. So, nachdem ihr das Paint.net aufgemacht habt, seht ihr auch das Bild hier drinne und jetzt müssen wir mit Zauberstab ein bisschen arbeiten, damit dieses kleine Pixel oder drumherum einfach Toleranz werden kann. Ich empfehle euch einfach mal das Bild mal ein bisschen größer zu machen und dann auf den Zauberstab drücken, einmal drauf in das Bild rein und entfernen. So, jetzt ist erstmal transparent genug. Aber Punkt 2, sehr, sehr wichtig, wir müssen die Größe des Bildes ändern. Okay. Falls hier der Seitenverhältnis beibehalten drin ist, einfach den Haken raus. Sehr, sehr wichtig. Haken rausnehmen, damit ihr dann dieses Breite auf 16 und die Höhe auf 12 umstellen könnt. Ansonsten, wenn der Haken drin ist, das Änderung geht nicht. Also auf OK jetzt drücken. So, das Bild ist sehr, sehr klein. Okay, wie ihr seht. Machen wir so Mitte ein bisschen. Immer noch kleine rote Pixel. Rumherum. Die wollen wir jetzt erstmal transparent machen. Ja, dieses Bearbeitung kann ein bisschen nervig sein, aber die müssen wir halt ändern. So, ich vergrößere noch das Bild nochmal und drücke nochmal auf den Zauberstab. Falls das so kommt, geht nicht. Einfach mal Toleranz auf 21 runter oder 20 geht auch. So, dann versucht ihr nochmal. Müsst ihr halt immer Kleinigkeiten selber das machen. Ich ändere mal halt so. Nochmal. Hier noch Kleinigkeit. Hier, da fehlt noch. Das war's dann. So, jetzt, was haben wir bis jetzt gemacht? Wir haben Größe geändert. Wir haben die Toleranzbearbeitung gemacht. Aber jetzt, das Bild müssen wir auch speichern. Ja, jeder speichert jetzt unter PNG. Das geht nicht, weil Metin 2 akzeptiert das PNG-Bild so nicht. Und zwar müssen wir die Dateiname ändern. Die Dateiname, was Metin 2 akzeptiert, ist TGA. Sehr, sehr wichtig, TGA nehmen. Und ein Tipp von mir, Dateiname, gibt eine Zahl rein. 1, 2, 3, 4, 5, egal. Ich gebe jetzt die Zahl 1, speichern. Okay. Das war's dann. So, von der Bild her ist alles okay. Jetzt müssen wir das nur noch jetzt hochladen ins Metin 2 Ordner. Gehen wir jetzt auf dieser PC rein, System C, dann bei mir ist es auf Programme x86. Ich weiß nicht, wo bei euch der Metin 2 Ordner ist, aber bestimmt ist es entweder Programme oder Programme x86. Bei mir ist Metin 2 hier drinnen in Programme x86. Wie ihr seht, Metin 2 Ordner hier. Nochmal drauf drücken. So, hier ist der Upload-Ordner und die machen wir jetzt auf. Wie ihr seht, sind diese ganzen Bilder von Metin 2 drin. Metin 2 hat diese Bilder selber alles fest installiert. So, und wir müssen jetzt einfach dieses Bild, was wir selbst bearbeitet haben, einfach ins Ordner reinsetzen. Haben wir reingesetzt, da ist er schon drin. Wir können dieses Ordner wieder schließen und gehen jetzt wieder zurück zum Metin 2 Fenster. Nun müssen wir jetzt erstmal das Bild, was wir bearbeitet haben, jetzt hochladen. Und zwar drücken wir Gildenzeichen hochladen. Haben wir drauf gedrückt. Wie ihr seht, sind diese Bilder von Metin 2 selbst drin und unser Bild ist nicht da drin. Wir müssen einmal aktualisieren. So, wie ihr seht, ist der Bild 1 TGA Dateityp. Ist hier drinnen. Wir müssen nur noch auf das Bild OK drücken und zack, ist ja schon drinnen. Sieht sehr, sehr gut aus. Man kann das sehr, sehr gut erkennen, dass es halt ein YouTube ist und man sieht es auch
wie transparent das Bild ist. Also, so einfach ist das. Man muss halt nur ein bisschen besser erklären können. Also sehr, sehr wichtig, Dateityp TGA übernehmen. Und die zweite Sache ist, dass das Bildname eine Zahlkombination ist. 1 bis 10 bis 100 kann man auch nehmen. Und das sehr, sehr Wichtigste ist natürlich sind die Größe und die Transparenz. Das war's dann. So einfach ist es dann. Ja, falls euch das gefallen hat, ja, sorry nochmals für mein Deutsch. Was soll's? Muss man überleben. Falls euch das Video gefallen hat, ey, Leute, abonnieren. Wir sehen uns.